Muss an. Ich hab's schon. 21 Uhr Den. 35. Ah, Ah, das geht ja noch. geht's ja noch. Kommt mir viel später vor, ne? Ja, irgendwie heute. Wieso kann ich mein Mikro nicht? Mein Bob ist so dabei weh vom Sitzen. Ich glaube, ich stehe mal auf und fahr so weiter. Das tut mich an das Video von heute erinnern, Pascal. Ja. Das. Oh, Ich meine, ich fahre mit herrlich. Tempomat. Ich muss mir jetzt eh nichts machen mit den Pedalen, ne? Ich muss ja nur lenken. Weißt du was, Uwe? Ich tu dir mal einen Gefallen. Ja? Ja, ich tu dir Was für ein jetzt einen Teil? Gefallen. Was Da denn? bist du wenigstens nicht so alleine mit dem Iveco. Nein, du kaufst den Iveco? Ja, na sicher kaufe ich mir Dann einen. Was glaubst du denn? kauft dir aber bitte den hübschen großen Highway. Ja, aber sicher doch. Na klar, mache ich das doch. Ich meine, ich bin kein Iveco-Fan. Ich denke, das kommt jetzt bestimmt die ganze Zeit so rüber, ey. Aber Bin ich schon wollte dem drinne. mal eine Chance geben. Außerdem ist er ziemlich billig gewesen. Bin schon drinne. So. Und übrigens, Christian, ich habe von Luxemburg aus nichts Richtung Straßburg. Und nach Stuttgart? Warte. Stuttgart. Also Nürnberg oder immer noch gehen, ne? Von hinten kommt er noch angeschossen. Achtung. Er ist gerade an der Leitplanke hängen geblieben. Ah, hab's gesehen. Ich fahr lieber mal etwas rüber, ey. Das Bevor der auch noch umkippt. herrlich. Das Bild wirst du nicht wieder vergessen. Alter, der. So ein Penner, der hat mich ausgebremst. Voll, jetzt ist mir einer hinten reingefahren. Und ich hab Echt? 0% Schaden. Ja, geht's ja. Hat er welches entscheiden? Was Alter, was ist da hinten das? alles kommt, ey, leck mir am Arsch. Na, von wegen Multiplayer langweilig, sechsten du weißt halt mal abgeht. Ja, aber wenn der behindert hat, der hat mich gerade ausgebremst, weißt du, und ich bin voll in die Eisen und mir ist hinten einer reingefahren, Was soll das denn? Wenn JJ wieder da ist, dann fahrt schon mal los. Ich treffe euch unterwegs. Roger. Kommst du? Ja, ich muss ja gerade bremsen. Naja, ich auch. Mir ist gerade, er hat gerade eher einen Unfall gebaut. Super kloppy, die hier vorne. Ja. Radarfalle 80. Ach du Scheiße, da fliegen LKWs um. Das gar nicht, dass LKWs Flügel haben, ey. Alter, wie der den einfach weggebumst hat. Ach du Scheiße. Alter, der ist durch den Himmel geflogen, ey. Wer weiß, wohin wollte. Ja, bestimmt auf dem Mond, so wie es aussah. Du, hör mal, der wollte hoch hinaus. Der hatte noch viel vor in seinem Leben. Alter Schwede. Der hat ihn einfach mitgenommen, Alter. Bam! Und juhu! Alter Schwede. Wie das aussah, ey. Jetzt kann ich das Video nicht mehr hochladen, das ist die GEMA geschützt. Okay, was Ich habt komme ihr mit meiner gemacht? wunderschönen Stimme. Jo! Habt ihr es gesungen? Nee, Uwe war's. Ach Quatsch, ich bleib nicht. Soll ich die Führung übernehmen oder soll ich das machen? Und was mit Pascal? Er bleibt Ich hier. treffe euch unterwegs. Okay. Dann auf dem Weg nach Stuttgart. übernimmst du die Führung. Oh, nee, herrlich. Alter Schwede. Auf dem Mulli. Was gibt's denn jetzt schon wieder? Um, um, um. Essen. Kuchen. Das war aber nicht schön. Naja, ob der recht hat. Es gibt Sturm und die Ey, LKW fliegen meine Mutter hat tief. auch noch Kuchen mitgebracht. Hey. Oh, Pass auf, er hat einen Autopiloten hingesetzt. Ganz lecker, dass ich per USB angeschlossen werde. Nee, jetzt sitzt sein Hamster oder sein Hase dran. Und er holt schon Kuchen. Genau. Nee, der zerfrisst mir hier nur das Leder drin. Alles, ich geh kaputt. Oh, nee. Boah, jetzt geht's hier schon wieder buckeln auf, hey.
Boah, es wird auf jeden Fall Zeit. Ich glaube, ich nehme 500.000 Kredit, Alter, und kaufe mir einen DAF. Ganz ehrlich. Aber ich kann ja nur, ich habe ja noch nicht das gescheiteste Auswahl, das ist es ja, ne, mit meinem niedrigen Level. Scheiße. Nee, deswegen muss man es eine Weile vor. Einen großen XF mit 510 PS wird mir schon lang. Starwing, 900 km/h. Jo. Ey, ich fahr ja 60, wo bleibst denn du? Ja, ich muss ja zweimal abbremsen. Der eine, den hat's verrissen, den anderen, der fängt an zu fliegen. Das war so unglaublich, da musste ich einfach kurz, ne? Was war denn das? Keine Ahnung. Ich war eben gerade die ganze Zeit auf der Strecke und in der nächsten Sekunde bin ich auch abseits des Standstreifens. Auf der Grashälfte. Da kommt der Angerast, der Uwe. Da ist er. Oh, vorbei, ich hol schon ein. Zum Glück kein bisschen Schaden. Mit meiner Hupe, ey, Spasti. Oh, das ist eigentlich. Ich hab mich im Stream gesehen, ich bin bekannt, Alter. Ey, Junge, geht gar nicht. Hier sind übrigens die drei Verrückten, die ja so bescheuert gefahren sind. Ja, hab mir schon gedankt. Die sind bestimmt angehalten und streiten sich jetzt. No? Du hast den Fehler gemacht. Nee, du warst es, du Arschgeige. Imitierst du gerade einen Film? Ich hab gerade einfach nur improvisiert. Ja, das war aber ein Film. Keine Ahnung. Ja, was denn? Keine Ahnung, wie die heißen. Die drei, die ich nicht mag. Warte, wie heißen die? Ich glaube, das waren Pascal, Eiser und Stiel, Latwagen und Starwing. Ja, so hießen die. Also Spaceballs. Ey, der war so schlecht. Ja, der war wirklich schlecht. Der war. Der hat mir. Flachwitz, ich bin umzingelt, ey, ehrlich. No, er würde nicht sitzen und hätte mir voll die Beine weggerissen. Ja, aber wirklich, du mich jetzt fast vom Bürostuhl gehauen, ey, das geht ja mal gar nicht, sowas. Da vorne ist er, der Uwe. Weil ich ja gerade von schlechten Witzen haben, da fällt mir auch gerade einer ein. Ach du Scheiße. Jetzt kommt's. Also, meinen kannst du nicht mehr toppen. Geht eine Frau zum Arzt, sagt die Frau. Oh, den kenne ich. Herr Arzt. Was, die Frau, oder? Ich habe den 10 Euro verschluckt. Ja, genau, den kenne ich. Bei mir kommt, aber wenn ich auf Toilette bin, aber nur Kleingeld raus. Was ist da los? Pass auf, Starwing. Der Arzt überprüft sie, der weiß nicht, überlegt und sagt einfach nur: Meine gute Dame, Sie sind in den Wechseljahren. Oh, nee. Der kam gut. Der war auch schlecht, ey. Nee, der war ein bisschen höher als JJ seiner, aber. Also im Witze erzählen bin ich saumäßig schlecht. Also Uwe, das musst du bei mir wissen. Wenn ich Witze heraushaue, dann sind das nur solche. Ah, okay. Wo man aus Mitleid lachen kann. Nee, der lacht doch mit. Nur Flachwitze, ich krieg nur Flachwitze hin. Ich weiß noch, in einem Let's Play, ich glaube, das war auch damals von ETS 2, da hatte ich ja ein Witzebuch dabei, ne? Ja, stimmt, ne? Da habe ich ab und zu mal was rausgelesen. Ey, du, weißt übrigens hier, ne? Damals, im Ferienlager, da war auch so ein Typ und der konnte auch so reden und, ja, von woher ist das? Was? Ja, wer kennt diese Lady? Damals, im Ferienlager, da war ich auch so. Guck mal die zwei an da vorne, hast du sie gesehen? Was? Hä? Ich sehe nichts. Achso, die steht davor. Ja, das sehe ich ja nicht, das habe ich jetzt erst im Stream gesehen. Oh. Guck mal, die zwei davon. Hä? Guck, ach, hier. Der blaue Iveco ist in den grünen reingefahren. Ey, Iveco sag ich, Volvo. Oder andersrum, ich weiß es nicht. Geht gar nicht. Aber der hat eine coole Lackierung, der silberne. Was war denn das? Ach nee, herrlich, also. Jetzt fehlt nur noch Graue von der ganzen Chose, ja. Ja, dann wär's wirklich. Also, Shadow, komm, geh zu! Ich seh mal, Ampel nicht. Also, ah, jetzt. Sei mutig.
Genau, Uwe. Uwe, ne? Hm? Jetzt fehlt nur noch Graue auf der ganzen Party hier, ne? Eigentlich schon, ja. Der Typ, der fehlt mir. Also. Meinst du den Typen hier im Hintergrund oder? Nee, Grauwolf ist eine coole Socke. Ich mag den irgendwie. Nur eine Socke. Er ist sehr sympathisch. Also, Grauwolf, das ist doch das beste Argument, ne, generell. Also, ETS 2 Multiplayer. Also, weißt du, was vor dir ist? Hat er ETS 2? Nee, leider nicht. Muss er sich auf jeden Fall noch zulegen. Ach, das kriegen wir auch hin, dann macht Shadow auch ETS 2 und dann geht es los immer. Ach, du musst hier hin? Mhm. Dann fahr ich auch mal hier rein. Mister, was machst du für einen Mist da hinten? Fahren. Jetzt haben wir wieder anständig. Genau, das frage ich mich gerade, was du hinten für einen Blitz gemacht hast. Ich habe die ganze Zeit auf den Rückspiegel geachtet, dass ich keinen treffen kann. Also Grauwolf, du hast gerade eben gehört, ne, Schwester, du guckst immer noch zu. Also die Jungs sind alle der Meinung, du fehlst hier im ETS. Oder die Hintergrundperson. Es wird, für den Anfang wird das auf jeden Fall schon reichen. Ey, Starving hatte eben gerade so einen richtigen Heißhunger, dass ich mir was essen holen musste. Also echt. Ach so. Ach, gibt's noch sowas, die Jungs essen schon wieder. Ja. Seit 12 Uhr habe ich nichts mehr gegessen. Ich hab meinen Kaffee immer hier neben mir. Ja, Kaffee sättet ich ja auch. Boah, halbwegs. Endlich mal wieder eine Ladung Heile angebracht, ey. Ich bekomme den Fall. Krass. Pascal, wo steckst du denn eigentlich? Ich stecke auf der Straße. A4. Es gibt's nicht, ich hab nichts nach Stuttgart, du. A4, kurz vor Luxemburg. Okay. Dann fahr mal weg, am besten. Da will ich noch reinfahren. Ich fahre jetzt leer Luxemburg hinterher. Ja, war ich ja auch, aber ich hatte nichts nach Stuttgart. Und jetzt habe ich aber was nach Stuttgart. Also Shadow meint... Wir sind in Straßburg. Also ja, Shadow meint, ne? Stuttgart fahren. Ah, okay. Also Shadow schreibt, Gott bewahre, ihm ist das Spiel zu brutal, die LKWs fliegen tief. Aussehen. Und das soll man mal sagen, Shadow wäre nicht witzig. So, jetzt hat er es aber gerade mal bewiesen, dass er es doch ist. Ja, eben. Kein Stückchen. Nee, so, du fährst mal hinterher? Ja. Dann lass mich mal hier raus, wenn dann mal einer ja... Wenn der mich auch fahren lassen würde, oder Kill-Counter. Starving? So. Postbett. Ah, okay, ja. Genau wie ich. Ich muss ja rechts fahren. Ja. Ist Postbett, diese ganz enge Toreinfahrt? Nein. Okay. Dramari heißt die. Genau. Okay. Da werde ich nämlich... ich versuche, den nicht zu bekommen. Muss mir irgendwann mal den Namen merken. Am dümmsten ist Tramarin. Ja. Hm? Die ist am beschissensten. Tramarin ist der reinste Hass. Nicht Ikea? Jetzt warte mal ab, bis ich mit dem 5-Achser Tieflader da rein musst du. Oh ja. Das wird lustig. Die Folge muss ich mir angucken. Könnt ihr jetzt was sagen, ne? Hm? Guck dir einfach alle Folgen an. Ja, eben. Ich bin schon dabei, weißt du ja. Achso, ja, stimmt, hast du ja erzählt. Bei der wievielten Folge bist du denn jetzt mittlerweile? Ich glaube 45. Was? Alter, Falter, was hast du? Was? Wo? Den krieg dich wieder ein. Ja, vor ein paar Tagen war er noch bei Folge 14 oder so, jetzt ist er mittlerweile 15. 40. Ja, ein paar Tagen sind jetzt auch schon wieder 3. Du sollst in der Schule was lernen und kein Video gucken. Sind das Sommerferien noch, oder? Nee. Bei uns enden sie erst diese Woche. Oder letzte Woche halt. Oder nächste Woche, meine ich. Letzte Woche. Oh nein, Kreditraten. Donnerstag war mein erster Schultag wieder. Toll, jetzt habe ich Geld verdient, jetzt wird mir wieder Ass abgezogen, ey. Hier musst du auch runter, oder? Siehst du meinen Blinker nicht? Blind was? Ich fahre nur Ural und Guts.
Was? Ural und Gaz, das sind russische Hersteller. Ach so. Aha. Hier, das gilt nicht, das sind Ausreden. Das sind alles Ausreden, das gilt nicht. Nee, aber Uwe. Ja? Ist jetzt auch mein letztes Schuljahr, da muss ich noch ein bisschen aufpassen. Und ah, ja. Ab daran kann ich mich ganz deinen Videos widmen. Oh, du bist ja süß. Ja, oh. Da musst du ein bisschen aufpassen, aber innerhalb von 3 Tagen 40 Videos schaffen. Nee, auf keinen Fall. Konnte ich ja früher nicht haben. Als du noch ganz klein und komisch war. Ganz klein und komisch. Ja. War nicht klein und süß, sondern klein und komisch. Ich war klein und fett. Jetzt bin ich groß und fett. Ja. Ich hab mich voll verändert. Ich bin und war klein und fett und werde es immer bleiben. Schweigender Lämmer. Eventuell langsam. Aber Dragon, du musst hier ein bisschen weiter ausscheren, weil dein Auflieger, der schwimmt gleich im Gras, du. Lass ihn doch mal ins Gras schwimmen, der wird irgendwas davon haben, Mensch. Ja, wie viele Tonnen transportierst du? Elfe. Ha, okay. Ach, man muss aufpassen, sonst gräbt sich der Trailer nämlich in der Erde ein, Dude. Alter, der beschleunigt ohne Auflieger so heftig derbe, als hätte ich 700 PS. Yo, Dude. Oh. Sweet. Dude. Kennt ihr bei Findet Nemo die Schildkröte? Warauf, ja. Dude. Die ist geil. Warauf, Dude. Das ist voll praktisch, ey. Voll abgerockt. Die sind auch noch gut. Meins. Das ist mein Sound Crash. Aber du 150, du, aber immer noch fit. Ja. Yeah. Oh yeah. Einfach schwimmen. Schwimmen. Dori. Schwimmen. Nee, ein Fendt haben wir hier auch nicht dabei. Das kannst du auch vergessen. Ja, schade, ne? Ein Mac wäre geil. Mac Titan V8. Nee, der Graubuff hat gesagt, dann gut, dann gib mir ein Fendt 1050, dann bin ich dabei. Ja, Graubuff ist ja Fendt-Fan. Fendt-Fan? Fendt-Fan. Ihm haben wir ja zu seinem Geburtstag, hab ich ihn in Fendt geschenkt. Also aus Stabilbaukasten. Oh, da ist Jester geflogen. Was hat der böse Bu wieder gemacht, du? Aus dem Netz geflogen, weil er ist nicht mehr im TS. Dein Tempomat hast du auf wie viel? Alter. 79, okay, ich bin bei 81. Dass du Bescheid weißt, kannst du ein bisschen schneller machen. Naja, hier ist nur 8 Zoller Option, ne? Ja, 81, das ist ja fast nicht messbar. 81, okay, das reicht. Hallo. Bei den Blitzern gibt es immer eine Messtoleranz. Hallo? Hallo. Jo. Glaub ich. Was? Alles klar, Uwe, bei dir, aber da hast du gerade. Ich glaube. Ich fahre jetzt nur noch nach Stuttgart mit und dann mache ich für heute Schluss. Ja, ich aber. Stuttgart treffen wir uns am besten. Ja, ich bin ja auch auf dem Weg nach Stuttgart. Ja, wir haben noch 190 Kilometer vor uns. Dann muss ich. Ja, toll, was muss ich jetzt machen? Ja, ich fahre leer nach Stuttgart. Ich fahre auch gerade leer. Gesetzt. Wo ist denn Stuttgart? Stuttgart, Baden-Württemberg. Mit der Finger. Mit dem Finger auf der Landkarte, da weißt du, wo es ist. Jo. Der schwimmt auf dem Klo, das Arme. Ja, Fahrt heißt Erase from Keyboard. Nee, auf dem Klo. Auf dem Klo? Aber das heißt ja nicht ADK. Nee. Auf dem Klo, weißt du? Nee, auf dem Klo. Auf dem Klo, genau. Auf dem Klo, genau. Das ist auch wieder so ein Flachwitz ein. Oh, jetzt kommt's. Achtung. Achtung. Nenn mir eine schwäbische Wurst, die mit U anfängt. Komm, erzähl. Eine schwäbische Wurst mit U. Ja. Ü. Ü. Das ist der Uffschnitt. Oh,
Hast du Midlife-Crisis, oder? Was?